Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Ihr habt eingeschaltet zu Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand. Heute vom Donnerstag, dem 14. März 2024. Die Themen der heutigen Sendung werden sein: Songkran-Veranstaltung ohne Alkohol, Phuket, US-Teenager belästigt Pferde, Immobilienmarkt profitiert von Chinesen, Taiwanesen, Russen und Burmesen, Motorradtaxifahrer aus Pattaya streiten mit Taxifahrer aus Bangkok, Fahrspuren auf der Chaya-Brücke Rot werden ausgebaut, Food Fun Festival am Terminal 21. Songkran-Veranstaltungen ohne Alkohol. Im April soll an Songkran-Veranstaltungsorten ein komplettes Alkoholverbot durchgesetzt werden, so der Ausschuss zur Kontrolle alkoholischer Getränke. Die Regeln werden strikt durchgesetzt, damit diese Veranstaltungsorte während des Songkran-Festes im kommenden Monat landesweit völlig alkoholfrei sind, sagten Beamte am Dienstag. Die offizielle Songkran-Feier dauert vom 13. bis 17. April. Aber das World Songkran Festival wird vom 1. bis 21. April stattfinden, um den Tourismus anzukurbeln. Das Alkoholverbot soll strikt durchgesetzt werden, wobei besonders darauf geachtet wird, dass Minderjährige keinen Zugang zu Alkohol haben und dass ein Verkauf außerhalb der erlaubten Zeiten nicht stattfindet. Da die meisten Unfälle auf Trunkenheit am Steuer zurückzuführen sind, hat Gesundheitsminister Chon Nan die Gouverneure der Provinzen und die lokalen Behörden aufgefordert, alkoholfreie Zonen für Songkran-Feiernde auszuweisen, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. In diesem Jahr werden die Präventivmaßnahmen in den Gemeinden intensiviert, um Unfälle unter Alkoholeinfluss zu verhindern. Auch die Straßenkontrollen werden verstärkt. Phuket. US-Teenager belästigt Pferde. Ein amerikanischer Teenager muss sich vor Gericht verantworten, nachdem er dabei erwischt wurde, wie er mindestens zwei trächtige Pferde sexuell belästigt hat. Eines der Pferde erlitt eine Fehlgeburt. Das Ehepaar, dem der Pferdestall gehört, erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei und behauptete, ein 18-jähriger amerikanischer Tourist habe drei Stuten belästigt. Videoaufnahmen der Überwachungskameras des Stalls zeigten, wie der Teenager sich bei verschiedenen Besuchen an den Pferden zu schaffen machte. Es wird angenommen, dass die Belästigung bei einem der Pferde zu einer Fehlgeburt geführt hat. Die Polizei hat den Teenager, der bei seinen Eltern in der Nähe des Stalls wohnt, für den 16. März zur Befragung vorgeladen. Immobilienmarkt profitiert von Chinesen, Taiwanesen, Russen und Burmesen. Am Montag teilte Simon Lee, Vorstandsvorsitzender der Immobilienfirma Angel Real Estate, mit, dass chinesische, taiwanesische, russische und burmesische Staatsangehörige in zunehmendem Maße in Immobilien in Thailand investieren. Die ausländischen Investoren haben Berichten zufolge in ein Anwesen für private Wohnzwecke und zur Vermietung von einer durchschnittlichen Rendite von 5% investiert. Laut Simon investieren chinesische und taiwanesische Staatsangehörige die höchsten Beträge in Immobilien, insbesondere in entwickelten Gebieten wie Bangkok, Phuket und Chiang Mai, und zwar zwischen 5 und 100 Millionen Baht für eine bis 10 Einheiten. Darüber hinaus investieren russische Staatsangehörige meist in Eigentumswohnungen auf Phuket, die zwischen 2 und 5 Millionen Baht pro Einheit kosten, sowie in Villen ab 20 Millionen Baht. Unterdessen investieren burmesische Staatsangehörige in Immobilien in Phuket und Chiang Mai ab 20 Millionen Baht.
sowie in Eigentumswohnungen in Bangkok, Chiang Mai und Phuket ab 2 bis 5 Millionen Baht. Simon zufolge sind die meisten burmesischen Investoren wohlhabend und wollten angeblich politisches Asyl oder die Wehrpflicht umgehen. Motorradtaxifahrer aus Pattaya streiten mit Taxifahrer aus Bangkok. In Nordpattaya kam es zu einem Streit zwischen einem Taxifahrer aus Bangkok und zwei Motorradtaxifahrern aus Pattaya. Zeugen machten von dem Vorfall Videoaufnahmen, die am Sonntag gegen 20.30 Uhr entstanden sein sollen. Sie zeigen den Taxifahrer, der in eine Schlägerei mit zwei Motorradtaxifahrern verwickelt ist. Der Taxifahrer war mit einem Golfschläger bewaffnet, einer seiner Kontrahenten mit einem Besen. Die Motorradtaxifahrer behaupteten, der Taxifahrer habe vor ihrem Stand geparkt und habe sie beschimpft, als sie ihn zur Rede stellten. Der Mann habe dann einen Golfschläger aus seinem Fahrzeug geholt, um seine Argumente zu untermauern. Die Polizei teilte mit, dass bei ihr keine Anzeige eingegangen ist, was diesen Vorfall betrifft. Fahrspuren auf der Chaya-Brücke Road werden ausgebaut. Die Stadtverwaltung von Pattaya kündigte am Sonntag an, die Fahrspuren auf der Chaya-Brücke Road in Richtung Sukhumvit Road zu erweitern, um die Verkehrsüberlastung in diesem Gebiet zu verringern. Das Projekt sieht die Einrichtung ausgewiesener Linksabbiegespuren entlang der Chaya-Brücke Road vor, um den Verkehrsfluss zu verbessern und Staus zu verhindern. Bora Pott, stellvertretender Sekretär des Bürgermeisters von Pattaya, besuchte am Sonntag die Chaya-Brücke-Kreuzung, um die Situation zu beurteilen und Informationen für das Projekt zu sammeln. Der Ausbau solle den Komfort verbessern und die Verkehrsprobleme der Autofahrer in diesem Gebiet verringern, sagte Bora Pott. Man erhoffe sich durch die Einrichtung der Linksabbiegespuren eine deutliche Verbesserung des Verkehrsflusses. Genaue Angaben zum Zeitplan der Bauarbeiten und zu möglichen Beeinträchtigungen wurden von den zuständigen Behörden noch nicht bekannt gegeben. Food Fun Festival am Terminal 21. Das Terminal 21 in Pattaya organisiert zurzeit eine kulinarische Zeitreise mit der Veranstaltung Food Fun Fest, das gestern begann und noch bis zum 24. März dauern wird. Über 70 Essensstände stehen auf der Startbahn vor dem Terminal und sind eine Oase für Feinschmecker. Das Festival verspricht eine nostalgische Atmosphäre und eine vielfältige Auswahl an Streetfood. Außerdem wird täglich Live-Musik gespielt, was diese Veranstaltung zu einem Muss für Einheimische und Touristen gleichermaßen macht. Soweit die Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand. Heute vom 14. März 2024. Wir hoffen, ihr hattet eine informative und interessante Sendung. Wenn euch solche und ähnliche Formate interessieren, abonniert gerne unseren Kanal, liked das Video, teilt das Video. Wie immer, eure Ideen, Anregungen und Hinweise zu den Themen, die wir hier behandeln, unterhalb dieses Videos in die Kommentare. Dann sagen wir danke für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit. Hier blenden wir euch ein weiteres Video ein, das ihr euch gerne anschauen könnt. Dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal.